gern einmal über den Dingen stehen. Er hier hat es geschafft. Er ist auf ein Postament gehoben worden, schwebt über den Dingen. Petrus Canisius, der zweite Apostel der Deutschen. Wie hat er das hingekriegt? Was zeichnet ihn aus? Petrus Canisius war der erste und bedeutendste deutsche Jesuit. 30 Jahre arbeitet er mit all seinen Kräften dafür, die Menschen in der Kirche zu beheimaten und in die Schönheit des katholischen Glaubens zu erschließen. Dazu war er unterwegs in Ingolstadt, Wien, Prag, Augsburg, Innsbruck, München und schließlich in Freiburg in der Schweiz. Weit verbreitet waren seine drei Katechismen und ein Handbuch für Katholiken. Die innere Stärke zu all seinem Wirken wurde ihm im Gebet am Grab des Apostels Petrus in Rom zuteil. Über diese Glaubenserfahrung erzählt er selbst: Du, mein Heiland, du ludest mich ein, Wasser des Heils zu schöpfen aus deinen Quellen. Ich bat dich, mich zu waschen, zu kleiden und auszustatten. Da versprachst du mir ein Gewand aus drei Teilen gewebt. Diese Teile des Gewandes bezogen sich ganz und gar auf meine Aufgabe. Es waren der Friede, die Liebe und die Ausdauer. Angetan mit diesem Gewand des Heils hatte ich die Zuversicht, mir werde nichts fehlen, sondern mir werde alles gelingen zu deiner Ehre. Liebe Schwestern, liebe Brüder, im Empfang der heiligen Taufe haben wir, wie es im Ritus heißt, Christus angezogen und wurden neu geschaffen. So dürfen auch wir auf die Hilfe des Heilandes vertrauen, wenn wir versuchen, durch das Leben im Glauben uns aus den Bedrängnissen des Alltags zur Freude emporzuheben. Herr, unser Gott, du hast den heiligen Petrus Canisius berufen, in Wort und Schrift den katholischen Glauben kraftvoll zu verteidigen. Höre auf seine Fürsprache. Lass alle, die nach der Wahrheit suchen, dich finden und erhalte deine Gläubigen im Bekenntnis zu dir. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.